Bam. Was hat der andere denn für eine ID gehabt? Hier war doch einer. Version 69 und ich habe Version 99. Ach cool, jetzt habe ich eine Message geleaft. Wie kommt man denn darüber? Also hier habe ich einen Würfel, den kann ich ja nicht mit rausnehmen, denke ich mal, ne? Das wäre blöd, weil dann wäre er ja aus dem Rätsel draußen. Das kann er nicht sein. Und dahinter ist auf jeden Fall der Stern. Jetzt hier nicht irgendwo drüber, ne? Also nicht wirklich zumindest. Hier ist auch nichts. Ich dachte gerade. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon längst rausgefunden oder ihr wisst es bereits. Wahrscheinlich eher das sogar. Wichtig ist halt, dass nicht gespoilert wird, weil das gibt nichts Lästigeres für mich als Spoiler. Außer wenn ich darum bitte natürlich, dann sage ich, ey, bitte gib mir doch die Lösung, ihr wisst doch immer alles. Und das ist oft so. Ich erlebe es oft, dass meine Abonnenten mehr wissen als ich. Über die Spiele, die ich spiele und über die Spiele, die... für die ich Tutorials mache beispielsweise inzwischen. Teilweise schon. Ich muss gestehen, ich habe lang kein Tutorial mehr gemacht. Ja, ja, das muss ich mal wieder ändern. Muss mal wieder eins machen. Aber in 5 Stunden kommt Fallout 4 raus und das hat momentan persönliche Priorität bei mir. Es tut mir leid. Damit müsst ihr leider, leider leben. Dass Fallout 4 gerade einen relativ hohen Stellenwert in meinem Leben als Spieler hat. Ich bin ja nicht nur Entwickler. Ich spiele ja auch sehr gerne. Und gerade Fallout ist ein wunderschönes Spiel. Deswegen bin ich mal sehr auf den Vierer gespannt. Also ich rede jetzt von Fallout 3 und New Vegas, weil Fallout 1 und Fallout 2 sind zwar auch cool, aber da gibt es ja doch deutliche Unterschiede zwischen dem Vierer und dem 1 und 2er. Was so die Core-Gameplay-Sachen angeht. Tja, also ich scheine hier nicht mehr wirklich weit zu kommen. Ich habe hier rumgemalt. Kann ich hier nochmal die Farbe aufheben und nochmal was schreiben? Nö. Okay. Okay. Ich stelle mich mal oben aufs Podest und schaue mich nochmal um. Ich fände es nämlich echt cool, wenn ich in diesen Stern kommen würde. Ich würde gerne wissen, wie das geht. Ich weiß ja nicht mal, wie ich da an sich hinkommen soll, also so rein ortstechnisch, ne? Gibt ja keine Tür, die dahin führt. Klappe halten, Kugeln. Hier stinkt. Ach fuck, ich komme ja gar nicht darüber. Gar keinen Würfel mehr. Hexahedron, Entschuldigung. Hexahedron. Ich bin's doch nur. Ich glaube, das ist der Grund, weil ich es bin, gehen die so ab. Na gut, ich würde sagen, wir rennen zurück in die Welt, aus der wir kamen. Bevor es hier wieder richtig anfängt zu schütten. Und zwar sind wir jetzt in Welt 5 gewesen.
Jawohl, und haben außer einem Stern alles geholt. Wie viele Sterne? Da gibt es einen Stern noch. Da gibt es einen Stern, habe ich nicht. Gibt es einen Stern, den ich nicht habe? Echt traurig. Aber wir gehen nochmal in Welt 6. Welt 6. Long ago, I shaped these lands according to the purpose of the hidden words. Thus all things have meaning, where before was only chaos. Know that and have faith. Okay. Erstmal lese ich hier die Message. There is a serpent in the machine, a creature of lies and blasphemy, perverted by the archive, that knows no hope and would plunge the world into eternal darkness to glorify its own despair. I have sworn an oath never to allow it into my heart. Okay, krass. Ich renne hier einfach rum und löse jetzt Rätsel. Das ist mir. Ich glaube, ich muss erst lesen, sonst nervt es mich nämlich ewig. Da war noch eins, das rumgemault hat. Egal, ich use mal das hier. LOL. LOL. Von G. E. Harrison, nee, J. E. Harrison zu Gnome 77. LOL. Ever since we moved to the new site, I feel funny. No, not in that way. Just, I feel like I'm about to start laughing at random. It's probably shock, right? An inability to deal with reality. Or maybe it's just that we're working in this insane place, with this insane technology, on this insane project, and so I feel like a genuine mad scientist. Stand aside, mortals. We will create life by the power of science. I mentioned this to Alex and she got me a pair of fake glasses. You can't be a mad scientist without glasses, she said. Even Ian Malcolm had glasses. And I pointed at EL, and said, life finds a way. Maybe you had it to be here. G.E. Harrison. Warte, da stand noch was. Oder? Any emails sent from this address are to be considered confidential. Sharing or forwarding without permission may result in prosecution by the enraged spirit of Jeff Goldblum. Okay. Shall the industrial's husbandman then plant trees, the fruit of which he shall never see? And shall not the great man found laws, institutions, and a republic? What does the procreation of children imply, and our care to continue our names and our adoptions and our scrupulous exactness in drawing up wills and the inscriptions on monuments and panegyrics, but that our thoughts run on futurity. Das Wort habe ich noch nie gehört. Also ich habe kein Future, aber Futurity habe ich noch nie gehört. Cannot retrieve, Tusculan disputations, bla bla. What do you imagine that so many and such great men of our republic who have sacrificed their life for its good expected? Do you believe that they thought that their names should not continue beyond their lives? None ever encountered death for the country, but under firm persuasion of immortality. Immortality, doch. Ja. Themistocles might have lived at his ease, so might Epaminondas. And, not to look abroad and among the ancient of instances, so might I myself, but somehow, or other there clings to our minds a certain presage of future ages, and this both exists most firmly and appears most clearly in man of the loftiest genius and greatest souls. Take away this, and who would be so mad as to spend his life amidst toils and dangers? Chatbots are becoming increasingly sophisticated.
True, but hardly relevant to this discussion. Are you sure? How do you know that I'm not a bot? Don't be ridiculous. I'm not ridiculous. Honestly, how would you know? Haha, troll. I'm not a troll. Yeah, right. Is there anything I've written so far that could not be written by a bot? I responded to simple insults like ridiculous and troll with very basic negations. And I detected that none of you use proper orthography, so I also avoided capitalization. What's the capital of France? Paris. Even the simple script could pull that info from the net. What's the capital of Croatia? Zagreb. Okay, she is a bot, lol. I'm not a bot, I'm a European. We learn these things in school. I've seen you in the chat room many times. Bots can't participate in discussions. At best, they can interject random comments. Sam is right, stop trolling. Ooh, vegan warrior, Sam is a bot. Wer war jetzt der Bot? Das ist eine gute Frage. Interessant eigentlich, ja? Chatbots sind schon was Besonderes. Also so Sachen wie Cleverbot zum Beispiel ist ja momentan der wahrscheinlich advancedeste von den Chatbots, die existieren. Fuck you. Hier ist nichts. Hier ist auch wenig. Ich sollte ein bisschen Abstand nehmen. Du stinkst ganz schön, merkst du es? Scheiß Ding, ey. Schlüssel. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Nee, wo war denn nochmal das Tor da vorne, ne? Ich brauche den Jammer, sonst bin ich tot. Nicht instant, aber ein bisschen. Ich kann ihn doch wieder mal ausschalten, oder? Jawohl. So. Jetzt bist du ruhig. Du nicht, du hast leider kein Kabel. Langsam schalte ich C frei. Also mit langsam meine ich, das war mein erster Versuch. Hör mal auf, hier so rumzupiepsen. Als wärst du hier direkt vor mir. Na gut. Ich komme ja schon vorbeigerannt auf die andere Seite. Mal gucken, ob da was ist. Beep, beep, beep. Was bist du denn Lustiges? Du bist lustig, aber ich will erst noch das nächste Rätsel machen, sorry. Wie komme ich denn in diese Bereiche darüber? Also wenn ihr, es wäre, also ich sag mal so, jetzt seid ihr, es ist für euch, nee. Nochmal von vorn. Ich erlaube es euch zu spoilern, dass ihr mir sagt, wie ich darüber komme. Sofern es denn nicht so aufwendig ist. Also wenn ich irgendwas davon übersehen habe oder etwas nicht weiß, gameplay-technisch, dann dürft ihr es mir jetzt sagen. Tja, ich höre nichts. Nein,